Ja, ich freue mich, dass wir hier am Stand der Firma AVTR sind, Goldsponsor der MIME 2011 hier in Bielefeld. Herr Udo Steinmetz, ich habe Sie ja gerade direkt aus Ihrem Vortrag geholt. Facharbeitermangel. Wir stehen hier direkt an so einer wunderbaren Platine, die hier gelötet wird. Klingt nach einem Handwerk, welches es schon vor vielen Jahren gab, was immer noch natürlich sehr gefragt ist. Aber was Neues ist die Situation, dass Sie so attraktive junge Facharbeiterinnen gar nicht mehr so häufig auf dem Markt finden, wie Sie sie benötigen. Also ohne Frage, und das wollten wir vielleicht auch nochmal ganz deutlich zeigen, Facharbeiterinnen, das ist vielleicht noch eine wirkliche Neuerung oder vielleicht auch ein Trend, den wir noch weiter entwickeln müssen. Das soll nicht mehr die Ausnahme sein, sondern es soll die Regel werden. Also all das, was man zum Thema Technikverbundenheit tun muss, ist beispielsweise ein guter Ansatz, wie wir heute den Fachkräftemangel angehen können, ich will nicht sagen bekämpfen, aber wie wir ihn angehen können. Es ist ein sehr manifestes Thema und ich hoffe sehr, dass wir mit ihr jetzt ein gutes Beispiel haben, um so etwas dann auch nochmal publik zu machen und darzustellen. Herr Steinmetz, Sie als Prokurist der Firma AVTR befassen sich ja nun im nächsten Jahr dann fast seit 10 Jahren mit Ihrem Unternehmen mit dem Thema Arbeitnehmerüberlassung. Also Sie kennen sich ein bisschen aus auf dem Markt und könnten mir bestimmt sagen, was ist denn geschehen, dass wir nach der Krise, die hoffentlich überwunden ist, auf einmal zu wenige Facharbeiter haben? Wo sind sie alle hin? Ins Ausland? Mag sein. Es ist vielleicht ein Gedanke, aber es ist definitiv so, dass wir bei weitem nicht mehr so stark ausgebildet haben in der Vergangenheit. Das wage ich jetzt einfach mal so als Postulat. Es ist aber auch definitiv so, dass die Fachkräfte sich nicht verändert haben, aber die Jahrgänge, der demografische Wandel, der hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Fachkräfte nicht mehr so präsent sind und nicht mehr so verfügbar sind wie in der Vergangenheit. Und dem müssen wir jetzt Rechnung tragen. Wir sprechen seit 10 Jahren darüber, aber wirklich inhaltlich gemacht haben die wenigsten. Heute müssen wir aber auf die Auswirkungen reagieren. Wenn es eine Botschaft gibt, die Sie nicht nur an vielleicht neue Firmenkunden haben, dann könnte diese Botschaft ja, so verstehe ich es, an vielleicht neue Arbeitnehmer für Ihr Unternehmen lauten: Wir suchen Fachkräfte. Wir, die Firma AVTR, sind offen. Kommen Sie zu uns. Ist das fehlinterpretiert? Nein, absolut nicht. Also ich kann nur das Ganze unterstreichen. Gerade im Rahmen der Weiterqualifizierung und Mitarbeiterentwicklung können wir viel dazu beitragen, aus einem kleinen Facharbeiter, so will ich das mal nennen, einen entsprechend gut qualifizierten zu machen, der absolut jetzt in die aktuelle Situation im Arbeitnehmermarkt passt. Und dem wollen wir absolut Rechnung tragen. Wen genau suchen Sie? Also vom Energieelektroniker bis zum Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker, die gesamte Bandbreite der gut qualifizierten Ausbildungsberufe sind herzlich willkommen. Und ich glaube, diese Fachkräfte, die brauchen wir künftig. Und die wollen wir auch künftig weiter qualifizieren und entwickeln, damit sie umso mehr ihre Laufbahn auch hier in Deutschland erleben können. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie möglichst viele, viele, viele Bewerbungen bekommen und auch viele dann auf dem Markt letztendlich wieder vermitteln können. Udo Steinmetz, Prokurist der Firma AVTR und Goldsponsor hier auf der MIME 2011, der Kongressmesse hier in Ostwestfalen. Vielen Dank.